Das preußische Streben nach Rationalisierung hatte zur Folge, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts für die Konstruktion einer neuen Tenderlokomotive auf bewährte Prinzipien der Güterzuglok G8.1 zurückgegriffen wurde. Die neuen Lokomotiven wurden als Reihe T14 eingegliedert und es wurden insgesamt 457 Exemplare für die preußische Staatsbahn sowie weitere 40 für die Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen gefertigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen sie frisch instand gesetzt, sowohl im geteilten Deutschland als auch weiten Teilen Europas wie Polen, Frankreich, Belgien und Österreich zum Einsatz. Die Deutsche Bundesbahn setzte ihre Maschinen bis 1960 ein, die Deutsche Reichsbahn musterte die letzte Lokomotive dieses Typs 1971 aus. Bis heute sind lediglich zwei Lokomotiven erhalten geblieben. Nach dem Erfolg der Baureihe 93.0 als H0-Modell von Pico erscheint die markante preußische Dampflok in diesem Jahr auch als attraktives TT-Modell. Im Maßstab 1:120 überzeugt die Lokomotive mit Zweilichtspitzensignal durch ihre vorbildgetreue Umsetzung und die vielen separat angesetzten Teile. Feine Leitungen, Handstangen und Sandfallrohre, Auftritte zur Pufferbohle und Leitern sowie die detailliert nachgebildete Glocke und Pfeife unterstreichen die gelungene Formgebung. Feine Speichenräder, die filigrane Steuerung und die liebevoll ausgestaltete Führerstandeinrichtung machen die Lok zu einem absoluten Blickfang, nicht nur auf der Anlage. Für die perfekte Präsentation in der Vitrine liegen dem Modell passende Zurüstteile zur Komplettierung der Pufferbohle bei. Stetig und kraftvoll setzt sich die Baureihe 93 in Bewegung und zeigt, dass sie nicht nur in optischer Hinsicht ein Highlight ist. Auch technisch ist das Modell auf dem Stand der Zeit und begeistert durch seidenweiche Fahreigenschaften. Die Beleuchtung ist vollständig in moderner LED-Technik ausgeführt. Das mit einem PSD-XP-Sounddecoder ausgestattete Modell verfügt neben dem fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel zudem über eine separat schaltbare Zugschlussbeleuchtung, eine Führerstands- sowie eine Fahrwerksbeleuchtung und eine rot flackernde LED im Bereich der Feuerbüchse. Auch die vielfältigen und authentischen Soundfunktionen sind digital schaltbar und garantieren dank Pico Train Sound on Board ein vorbildnahes Modellbahnerlebnis. Der Einbau eines Digitaldecoders sowie die Nachrüstung mit Sound sind beim Analogmodell mittels der Next18-Schnittstelle unkompliziert möglich. Das wunderschöne Pico-Modell der Baureihe 93 überzeugt auf ganzer Linie und darf auf keiner TT-Anlage der Epoche 3 fehlen.